Er ist zurück. Zurück aus der Finsternis. Der Herr des Grauens. Frank Fester ist der Horrorpapst von Deutschland und jagt uns mit seinen Büchern die Gänsehaut über den Rücken. Die älteste und stärkste Empfindung der Menschheit ist die Angst. Und die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Ja, als Kind hatte ich Angst vor Dracula und heute ist mein Geschäft die Angst. In seinem Beruf paktiert Frank Fester mit Geistern, Dämonen und Vampiren. Doch im Privaten, da haben Geister keinen Platz. Beruflich ist alles dunkel und privat ist alles hell. Nach Feierabend habe ich meine Familie, bin ich sehr stolz drauf. Meine Kinder sind auch kreativ, meine Tochter schreibt. Im Keller seines Hauses, ganz tief unten, da beherbergt der 41-Jährige die dunklen Mächte. Mit seinem Horrorverlag hat Frank Fester in weit über 200 Büchern das Grauen zum Leben erweckt. Damit ist er einer der erfolgreichsten Verleger im Geschäft mit der Angst. Seit mehr als 6 Jahren schickt er Untote und Monster in die deutschen Bestsellerlisten. Jeder Mensch, der Erfolg hat, der macht ja immer wieder etwas. Also er schlägt sozusagen in den Staub. Und wenn man in den Staub schlägt, dann staubt's. Und das nennen die Leute Glück. Und ich hau fast täglich in den Staub. Seine Leidenschaft hat Frank Fester zum Beruf gemacht. Denn der Leipziger schreibt schon seit seinem 9. Lebensjahr über Dämonen. Für die schaurigen Geschichten findet er dabei Inspiration auf alten Friedhöfen. Und gerade hier in Leipzig fühlt sich der 41-Jährige in bester Gesellschaft. Hallo. Na, hier in Leipzig befinde ich mich ja in guter Tradition der Verleger. Brockhaus, Klettkotter, Baedeker, die haben ja alle hier gewirkt. Und ich komme gerne hier auf den Friedhof, finde ein bisschen Ruhe, oft auch Ideen, wenn ich deutsche Titel übersetzen muss. Aus dem Amerikanischen ist ja oft nicht so einfach zu übersetzen. Denn über 90% der Gruselgeschichten holt er aus Übersee in die deutschen Buchläden. Manuskripte deutscher Jungautoren treffen nämlich nur selten seinen Geschmack. Ich befürchte, in den nächsten Jahrzehnten wird die Literatur immer ärmer, immer schwächer werden. Und gerade in unserem Bereich hier, viele machen ja die Amerikaner und die Engländer einfach nach. 30 Bücher im Jahr, alle mit Gruselgarantie. Und der Horrorpapst sucht weiter nach Geschichten, die in uns das Grauen aufsteigen lassen.